Da muss ich ran, an den Schatz. Wenn ich mich so umgucke, gibt es keine Höhle. Wir schauen jetzt hinten rum, ob es hier vielleicht einen Eingang gibt. Wenn es den gibt, dann bravo. Wenn nicht, dann haben wir es verkackt. Nee. Nee. Keinen Höhleneingang. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht die Possibility. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Vielleicht muss ich irgendwas betätigen. Vielleicht irgendwas anzünden. Vielleicht irgendwas klauen. Das ist bestimmt irgendwas zum Interagieren. Guck dich mal genauestens um. Gibt es denn da drin eine Tür? Nein. Von oben könnte man eventuell rein. Es gibt auch keinen Schalter irgendwie, dass man sich darauf stellen kann. Okay. Ich wollte das eigentlich nicht sein lassen, weil ich hätte es ja gerne. Also manche Türen sind auf. Und manche nicht. Sagen mir die Bilder irgendwas? Nicht wirklich. Es sind auch immer dieselben. Ich verstehe es nicht. Auch das Treten hat keinen Sinn. Irgendwo ein Loch in der Wand oder in der Decke? Nein. Ich wollte gerade sagen, ist der Schalter reingedrückt, aber ist er nicht. Er war nur nicht sichtbar.
Nichts passiert. Auch von unten scheint man nicht reinzukommen. Also ich habe mich jetzt hier lange genug aufgehalten. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin echt aufgeschmissen. Soll ich irgendwas zerstören? Soll ich irgendwas sammeln? Soll ich irgendwas aufmachen? Ich weiß es nicht. In feindlichem Territorium kannst du nicht meditieren. Ich werde später hierher zurückkehren müssen. Guck mal, das sieht so aus, als wenn die auf irgendeinen Knopf drücken. Auf einen runden Button. Aber es gibt hier keine runden Buttons. Das Einzige, was es gibt, sind die Kronleuchter. So, die machen nichts. Und auf diesen runden Button waren wir schon überall. Jetzt hau ich ab. Das ist mir zu viel, das ist mir zu doof. Wir gehen jetzt weiter nach Westen, gucken uns den Rest der Insel an und dann ist gut. Ey, sorry, dass ich die Zeit verplempert habe. Die hätte ich definitiv besser verbringen können. Aber das ist so eine Sache, die nervt mich dann immer. Wenn man noch keine Hinweise bekommt, gar nichts. Ich werde mich offscreen dort nochmal umsehen. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Hinweis oder irgendwas, aber in der Aufnahme, das dauert zu lange. So ist schön. Auf geht's. Auf zum nächsten Fragezeichen. Da lassen wir einmal Ikaros rüberfliegen. Und wir finden keine Befehlshaber, aber zwei Thronen. Gut. Unser Ziel ist klar. Ah, und jetzt wieder alle vernichten, ohne gesehen zu werden. Es reicht ja eigentlich, wenn wir die beiden Schätze mitnehmen. Wir müssen ja niemanden töten. Aber ihr seht gar nicht aus wie Spartaner und ihr seht auch nicht aus wie Athena. Doch, jetzt seht ihr aus wie Athena. So, bleib hier. Oh, verdammt! Wieso brenne ich schon wieder? Geht aus, verdammt! Okay. Dass der Busch brennt, interessiert gar keinen. Was? Du hast mich gar nicht gesehen. Hör auf zu lügen. So. Eigentlich wollte ich bloß den Schatz haben. Den holen wir uns jetzt auch knallhart. Gott, sind wir hart. Richtig harte Burschen. Sehr schön, geschafft. Der nächste Aussichtspunkt ist auch in der Nähe. Varos Außenposten ist abgeschlossen. 220 Meter brauchen wir bis dorthin. Der Aussichtspunkt befindet sich im Norden. Dann gehen wir erst zu dem, damit wir dann im Süden den Rest aufräumen können. Komm, Pony. Kriegt man gleich wieder bessere Laune, wenn man nicht unbedingt sinnlose Dinge macht. Das ist schon schön. Ella. 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 Oh, Pony. Manchmal hasse ich dich. Ja. Ah. Immer diese schlechte Laune. Furchtbar. Tempel des Hephaistos. Hatten wir den nicht schon dreimal oder viermal? Ich kriege immer wieder Erfahrungspunkte dafür. Mir soll es recht sein. Ella. Auch immer noch einen Fähigkeitenpunkt, den wir noch nicht eingetauscht haben. Und wir haben noch nicht unsere besseren Waffen und Rüstungen. Kommt auch noch.
So, synchronisiert ist der Aussichtspunkt und damit können wir uns endlich noch einmal nach Norden begeben. Ich habe gesehen, da hat sich noch ein weiteres Fragezeichen freigeschaltet. So, sorry, weiter geht's. War eine kurze Unterbrechung drin. Musste sein. Und wir wollten dort hinten hin, zum Strand. Bevor wir uns den Rest der Insel angucken. Ach Gott, nicht. Zu viel Kaffee getrunken. Eindeutig zu viel Kaffee. Boah. Auf geht's. Schauen wir uns den Strand mal an. Irgendwas Besonderes muss dort ja sein. Sonst könnte man nicht hinlaufen. Okay, machen wir erstmal den Wolf fertig. Wo ist er? Da hinten. Ach, Quatsch. Mit dem muss ich mich nicht abgeben. Das wird nur ein Haus sein, ein Bauernhaus. Oder auch nicht. Hier gibt es zwar eine Truhe, aber mehr auch nicht. Doch, Mikos Haus. Dankeschön. Sei doch vernünftig, Barnabas. Ich sah, wie er sich erbrochen hat. Seitdem geht es ihm so. Er tut nur so, Mikos. Das habe ich schon einmal gesehen. Götter, gebt mir Penelopes Geduld. Es ist nicht nur Neleus. Es trifft auch andere. Alle aussichtsreichen jungen Athleten werden krank oder verschwinden. Irgendwas stimmt nicht auf Thassos. Was auf Thassos vor sich geht, interessiert mich nicht. Aber ich kenne meinen Neffen. Oh ja! Er betet förmlich am Altar der Ergia. Er ist ein Jünger der Faulheit und des Müßiggangs. Hilf mir, ihn zu Verstand zu bringen. Neleus braucht eine strenge Hand. Hab Nachsicht mit ihm. Vielleicht solltest du diesmal nachsichtiger mit deinem Neffen sein. Er kommt mir wirklich krank vor. Ah, du hast recht. Ich schätze, ich wollte es nicht wahrhaben. Aber jetzt sehe ich, dass er kein Kind mehr ist. Er ist erwachsen, doch er braucht trotzdem Hilfe. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein. Gebt mir Bescheid, wenn sein Zustand sich ändert. Ich bin auf dem Schiff und opfere für Asklepios. Gib Barnabas etwas Zeit. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich habe noch mehr Hinweise. Doch in dem Zustand kann ich Neleus nicht allein lassen. Vielleicht kannst du mir helfen? Barnabas ist auch meine Familie. Ich tue alles, was ich kann, um Neleus zu helfen. Danke. Weißt du, es verirren sich nicht oft hübsche und fähige Söldner in dieses Haus. Wir sollten nicht so reden, solange es Neleus so schlecht geht. Also, was vermutest du hinter dieser Sache? Nun, jemand im Gymnasium der Meister muss etwas wissen. Aietes war zuletzt mit Neleus zusammen, als es ihm noch gut ging. Sie waren Freunde? Das waren sie. Wenn er nichts weiß, könntest du mit dem Arzt im Steinbruch reden. Wenn er der örtliche Arzt ist, muss er irgendwas wissen. Ich gehe den Hinweisen nach und komme zurück, wenn ich mehr weiß. Hab Dank, Söldner. Und du kannst gerne jederzeit zurückkommen. Okay, das war ein eindeutiges Angebot. Nein, danke. Harte Hand, Quest abgeschlossen. Wie auch immer ich das geschafft habe. Mehrere Quests angenommen. Verdammt. Okay. Naja, wir müssen so oder so in den Steinbruch, also insofern können wir das gleich mitmachen. Denn da waren wir bisher noch nicht. Nein, es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen, die wir bisher noch nicht abgeschlossen haben. Die aber definitiv noch kommen werden. Und jetzt kümmern wir uns gleich schon um den nächsten Kultisten. Wuhu! Oh, wie schön. Das so zu sehen, das scheint eine Festung zu sein. Oh nein. Nein, es ist eine Stadt. Ja, wunderbar. In der Stadt ist nicht ganz so viel los wie in einer einzelnen Festung, aber es kann natürlich sein, dass dort oben dann ein paar mehr Leute unterwegs sind. Aber das kriegen wir hin. Myrina. Neuer Ort entdeckt.
So, dann wollen wir mal gegen den Bösewicht kämpfen. Geschändetes Heiligtum. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Oder auch nicht. So, der ist weg. Zeig mal, ob du mit der Waffe umgehen kannst. Du nimmst bitte dein Schild runter. Dann können wir gerne weiterkämpfen. Jetzt bist du dran. Und tschüss. Oh, da haben wir ihn, den Kultisten. Stufe 51. Jobatis. Lange wirst du nicht durchhalten. So schön, wir gehen nur auf Jobatis. Alles andere ist egal. Oh, er ist tot. Sehr gut, jetzt kümmern wir uns um den Rest. Genau, noch ein Schlag und das war's. Sehr gut erkannt. Weg mit dem Schild, verdammt noch eins. So, der Tod ist bestätigt. Athena Heldenrüstung bekommen. Oh, verdammt. Und 5 Kopfgeldjäger sind auf einmal hinter mir her, weil ich den Kultisten getötet habe. Gibt's hier noch irgendwas? Schätze. Gucken uns die erstmal an. Icarus ist zurzeit nicht verfügbar. So, gucken wir erstmal nach den Schätzen. Beide sind drin. Denn schnell rein. Schatz Nummer 1. Schatz Nummer 2. Und nichts wie weg. Oha. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Töten des Kultisten so viele Söldner auf den Plan ruft. Aber soll mir recht sein. Kümmern wir uns gleich um die nächsten. Festung Myrina, ja, jetzt nicht. Ich habe gerade sehr, sehr viel zu tun. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein, ist das wirklich so? Muss ich aber ganz schnell abhauen. Genau, Fackel ab. Okay, alles ist gut. Noch ist alles gut. Ich will nicht... Nein, nein. Okay, ein bisschen Leben. Leben ist gut. Oh, verdammt, voll ins Feuer reingerannt. Ich hoffe, der Kultist bleibt tot. Ah. Wir gucken mal. Ist der Kultist tot? Nein, ist er nicht. Oh, ich hab's geahnt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Den zu töten bringt so viel Ärger. Es darf einfach niemand sehen. Und wenn, er muss ich danach gleich verschwinden. Oh, ich hasse Wölfe. Könntest du bitte sterben? Dankeschön. So, Phobos. Komm. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit vergeuden. Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt, ne? Das ist doch schön. Hui. Gott.
Wir sind eh da, alles ist gut. Ich hoffe, die haben hier einen Schmied. Dann werde ich mich jetzt erstmal aufstufen. Alles andere hat keinen Sinn, das dauert mir alles zu lange. Fähigkeitenpunkt geben wir noch mit rein. So. Dann können wir auch Sprengpfeile herstellen, alle gut. Ja, perfekt. Normale Pfeile reichen erstmal. Habt ihr hier in der Stadt einen Schmied? Habt ihr. Auf der anderen Seite. Gut. Tief durchatmen. Und freuen. Ich wünschte, meine Pfeile würden mehr Schaden fahren. Aber das tun sie nicht.